Yo, ist Mr. Mike. Heute habe ich mir mal wieder einen neuen Ball rausgelassen. Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, wieso es der Ball geworden ist, weil irgendwie habe ich da einen Fehler mit reingebracht. Also, wieso dieser Fehler passiert ist, weiß ich jetzt nicht wirklich. Wieso ich den Ball jetzt habe und wieso ich ihn überhaupt vorstelle, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich zeige euch ihn einfach mal. Nettes Feature schon mal, was mir aufgefallen ist, wenn man den Ball kauft, ist hier schon mal eine Nadel mit dabei zum Aufpumpen. Dem richtigen Gewinde für meine Pumpe auch noch. Sehr cool. Ist ein Wilson-Ball. Und ich habe mir einen Wilson absichtlich bestellt. Ich wollte einen Wilson haben, aber ich wollte einen Kunstlederball haben. Das hier ist jetzt leider ein Gummiball. Und zwar handelt es sich um den Wilson Sensation. Okay. Ich würde sagen, ich pumpe ihn mal auf. Das erste Feeling. Ja, Gummiball. Erste Feeling, Gummi. Oh, pumpen bei der Hitze, Alter. Das könnte ein bisschen dauern. Alter. Erstmal jetzt dazu. Es ist heiß. Unglaublich heiß. Hitzewelle Deutschland gerade, wo dieses Video gedreht wird. 35 Grad im Schatten. Ja, jetzt werden einige sagen, ja, dann geht doch nicht in Schatten, aber wurscht. Jedenfalls, hier ist er, der Wilson Sensation Gummiball. Aber es ist, der fühlt sich jetzt nicht so billig an wie so ein billiger 5-Euro Gummiball. Ich kann euch jetzt natürlich jetzt nicht genau sagen, wo der Unterschied ist zwischen so einem 5-Euro Gummiball und dem hier, aber vom Gefühl her, wenn ich Bälle teste, von was gehe ich aus? Natürlich Verarbeitung und natürlich das Wichtigste für mich natürlich, wenn ich damit zocke, das Feeling, ne? Weil so beim Dribbeln, ich muss eh nicht mehr hinschauen, ich mache das alles per Gefühl, Obi-Wan Kenobi-Style, you know, ist einfach das Gefühl in den Händen. Das ist ja das Schönste überhaupt. Und das ist auch der krasse Unterschied, wenn jetzt ein Anfänger herkommt und sagt, Mike, was für einen Ball soll ich mir kaufen? Lieber einen billigen 5-Euro Gummiball oder einen supergeilen TF 1000 für 45 Euro. Da sag ich natürlich auf jeden Fall den TF 1000 für 45 Euro oder 40 Euro, wie viel er gerade eben kostet. Weil da hast du eigentlich vom Feeling her, es ist eine andere Welt vom Basketballspielen, vom Dribbeln her, vom Werfen her, alles. Das ist einfach, man muss sich diese Qualität einfach gönnen. Echt, gönnt euch. Tut euren Händen was Gutes und auch eurem Game natürlich, eurem Spiel. Es ist ein Unterschied. Obwohl der jetzt wirklich unglaublich schön in der Hand liegt. Das ist wirklich wow. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, ich schimpfe ein bisschen drüber. Hier ist jetzt ein bisschen Verarbeitungsfehler. Das sehe ich jetzt mal hinweg. Sehe das hier? Da hängen ein bisschen die Fransen raus, die Gummifransen. Aber ist jetzt nicht wirklich gravierend. Hier geht's ab. Hier. Seht ihr das? Bröckelt. Naja, aber ansonsten erkenne ich da jetzt nicht wirklich solche Mängel. Es ist, ja, Kosten tut er 15 Euro. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, wer ihn sich gönnen will. Also schlecht ist es jetzt auf keinen Fall. Also wirklich ein guter Gummiball. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der so gut ist. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ihr müsst mal so einen Gummiball einfach in der Hand halten, dann mal einen anderen Gummiball, die Gummibälle vorbei. Gummi ist nicht gleich Gummi. Das ist es einfach. Ja, möchte man gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich weiß es nicht, was jetzt hier welche. Aber gibt aber wie schön den halten kannst. Das ist ein 7er Ball. Heftig. Echt. Krass. Krasser Scheiß. Natürlich, wenn du den jetzt draußen benutzt, auf dem Asphalt, der nutzt sich ab, wird glätter. Sowieso, es bleibt bei den Bällen eh nicht aus, weil ich denke ja immer aus der Sicht eines Streetballers. Ne? Ich bin auf Asphalt viel unterwegs. Gummiplatz natürlich, Gummi auf Gummi. Perfekt. Da darfst du wahrscheinlich gar nicht so stark auf. Pumpen, weil sonst hüpft er dir bis ins Weltall. Halle auch gut, aber ansonsten ja. Obwohl der ist wirklich, mit dem könnte man wirklich auch ein paar Spiele bestreiten. Finde ich echt geil. Echt ein schönes Feeling. Das ist wirklich, du merkst schon, es ist Gummi, aber da ist irgendwie vom Gemisch her, ich kann es euch nicht sagen, müsste man die Zusammenstellung irgendwie jetzt irgendwie schriftlich haben, was da innen drin verarbeitet ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wow, top. Der ist wirklich top. Kann ich nur empfehlen. 15 Euro, geil. Und ich lese es ja bei euch immer wieder in den Kommentaren, wenn Leute fragen, ja, einen guten Kunstlederball, ich möchte aber nicht mehr als 30 Euro ausgeben, dann kommen viele auf den Wilson, wie heißen die alle? Wave gibt es zum Beispiel noch, ich hatte noch keinen Wilson Wave, da muss ich mir auch welche holen, da gibt es drei verschiedene Modelle, glaube ich, von den Waves.
Den Evolution gibt es, glaube ich, noch. Ich habe schon mal zwei getestet, auch super Bälle, aber ich habe den Langzeittest halt nicht gemacht. Ne? Der Langzeittest ist für mich persönlich sehr wichtig. Langzeittest auf Asphalt, wo sich der Ball abnutzt, wo die unteren Schichten zum Vorschein kommen und wo du dann sagst, okay, so geil ist der Ball nach ein paar Monaten, nach einem Jahr. Und deshalb ist bei mir auch in jedem Video unten unter TF1000 verlinkt, weil das ist einfach, ja, geht halt für mich nichts drüber. Aber der ist wirklich auch top. Ey, dieses, dass man den so geil halten kann, das ist echt wow. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Big hands, you know? Geiler Scheiß. Nee, das ist echt top. Also Gummiball, wenn jetzt jemand sagt, hey, hier, ich will einen geilen Gummiball, hier ist er, hier ist er. Ich bin begeistert. Ich habe echt gedacht, was ein Scheiß. Siehst du, so kann man sich mal selbst überraschen. Schönes Teil. Ja, ansonsten Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böööö.